Bei den Splendence Babys mache ich einmal ein Makro-Update. Mit dem Makroobjektiv einmal hier die Babys versuchen einzufangen. Ihr seht, die sind sehr gut im Futter. Und ich muss jetzt aufpassen, dass es keine Baufutscher werden. Eigentlich kriegen sie dreimal am Tag eine Portion. Ich habe heute Morgen ein bisschen mehr gegeben. Ja, und die sammeln jetzt gerade noch die letzten Mikrowürmer auf, die hier überall rumschwirren. Und sind zum Glück noch nicht am Rutschen, deswegen, ja, ich habe die Strömung ein bisschen stärker gemacht und schaue jetzt, dass die Tiere auch groß werden. Ich such mal, man kriegt es nicht ganz scharf leider. Aber ich wollte euch mal den Vergleich zeigen zu den Simplex-Babys und ich glaube, den sieht man relativ deutlich. Hier sind es auch so 50 Stück circa, plus minus. Ist leider etwas schwierig zu zählen, da die ja hier alle noch so klein sind. Man erkennt kaum, wie viele es wirklich sind. Die halten sich meistens hier so unter dem Topf hier auf, unter dem Tontopf, und das ist so ein Mini-Tontopf. Falls ihr jetzt hier den Größenunterschied so erkennen könnt. Und ihr seht, die sind alle am Futter suchen. Da ist einer, der ein bisschen Bauchrutscher ist. Da muss man aufpassen. Kann auch sein, dass er irgendwas unter sich herzieht. Ja, aber sonst sehen alle super fit aus. Und ich bin sehr zufrieden und hoffe, dass sie jetzt weiter wachsen. Denn gewachsen sind sie definitiv schon, auch wenn sie nicht so groß sind wie die Simplex-Babys. Ich denke aber schon, dass sie so 5-6 mm haben. Manche noch ein bisschen weniger, das sind so Nachzügler, aber das ist völlig normal. Ich wechsle jetzt regelmäßig das Wasser, also täglich, so ca. 20%. Und dann sollte ich eigentlich auch ein bisschen in die Puschen kommen und ein bisschen Wachstumsschub machen. Nein, jetzt ist keiner mehr. Ich habe jetzt hier die Schnecke rausgenommen, weil die immer so viel Dreck produziert. Also es ist nur das Becken. Und das, was hier rumliegt, diese Punkte, sind halt von den Mikrowürmchen. Das, was da sonst noch mit reinfällt. Deswegen muss das immer gereinigt werden. Genau. Ich hoffe, euch hat es gefallen und würde mich freuen, wenn ihr euch dann nochmal... Wenn Zuschauer dabei sind, die nicht abonniert sind, dass ihr einfach abonniert und verpasst ihr auch kein Video. Und ich werde zwischendrin immer mal wieder so Makro-Videos einschieben. Dann sieht man die Tiere einfach viel besser. Und auf meiner Webseite habt ihr dann natürlich wieder ein ausführliches Zuchttagebuch, so. Wo ich dann auch nochmal Bilder reinstelle. Von den Elterntieren, weil da wurde auch sehr oft nachgefragt. Das werde ich die nächsten Tage hochladen. Und ihr hört es, ich bin ein bisschen krank, deswegen verabschiede ich mich jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!